Hallo ihr Lieben, willkommen zum Unboxing der September-Schön für mich Box. Und wie immer habe ich mir Verstärkung geholt, diesmal von Alina. Ja, hi, ich bin Alina. Ich hatte bisher leider noch nicht das Glück, eine Schön für mich Box zu gewinnen. Aber ich freue mich, heute dabei zu sein und bin gespannt, welche Produkte da drin sind. Ich bin auch gespannt und wenn auch ihr einen dieser coolen Boxen gewinnen möchtet, dann könnt ihr das vom 9. bis 11. Oktober auf rossmann.de/box. Und wenn ihr gewinnt, zahlt ihr 5 Euro, bekommt aber einen Warenwert von bis zu 60 Euro. Ja, cool. Und ich würde sagen, los auspacken. Geht's. So, wir haben auch wieder ein neues Design. Es wird Herbst. Ja. Seht ihr das? Ja, total. Das ist schön, ne? Ja. Passt halt zu unserer Deko. Dann. Genau. So, du bist Gast, du darfst natürlich. Wow, cool. Okay, ich bin schon sehr gespannt. Ich hab das mal hinten. Oh, es ist sehr rot, ne? Das ist schön. Wow, ich mach das richtig so Herbstlaune, ja. Wenn man das sieht. Ich habe einmal die Infos. Ja, wie immer später. Genau. Alle sind immer vorsichtig, wenn sie sich aufmachen, ne? Einfach aufreißen. Ja, cool, okay. Schnapp dir das erste Produkt. Ich schnapp mir das erste, okay. Das ist eine Mundspüle von Listerine. Also, ja. Ich weiß, ich benutze Mundspülung. Ich benutze immer Mundspülung. Ja, ich irgendwie auch. Das Gefühl, wenn man das macht, dann hat man die Zähne, sind sie doch noch irgendwie sauberer, ne? Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so zwischen Zahn-Zwischenräumen. ja, aber die kenne ich noch nicht. Kennst du die schon? Nee, ich kenne die auch noch nicht. Also, das ist wahrscheinlich. Was kann die Schönes? Zeig mal. Ja. Bekämpft über Nacht die Spuren des Tages. Hm. Klingt erstmal gut. Sehr gut. Braucht man immer. Dann schnappe ich mir mal das nächste. Sun Ozon Selbstbräunungsliquid. Oh. Selbstbräuner. Benutzt du Selbstbräuner? Ich tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Also das ist so, weiß ich nicht, habe ich auch noch nie ausprobiert, beziehungsweise ist es tatsächlich sehr daneben gegangen. Also warum? Was ist das so war? Ich habe es mal ausprobiert, ich bin ein sehr heller Hauttyp und irgendwie habe ich es dann ausprobiert und es war einfach nur fleckig, also total schlimm. Okay. ja, man muss ja, glaube ich, auch so ein paar Sachen immer beachten, wenn man selbst mal aufnimmt. Vorher peelen eigentlich, dann soll man ja auch die rauen Stellen, so Ellbogen, Knie, Füße immer vorher gut eincremen und so weiter. Und ja, ich habe es auch noch nicht so richtig verwendet, muss ich sagen, außer für die Beine mal, wenn du jetzt echt so ein Kleid im Winter anhast und so ein Käsekuchenbein hast, ganz weiß. Dann ist das immer ganz schön. Aber ich finde es ganz gut, wenn man das sprühen kann. Das so, ne? Ja, kann man eigentlich mal ausprobieren. Ne? Also wenn man jetzt echt, jetzt geht es ja gerade, jetzt haben wir alle ein bisschen Sonne gehabt. Aber wenn man jetzt wieder blasser wird, wenn der Winter kommt, dann ist es, glaube ich, eine gute Alternative als jetzt Solarium. Genau, das stimmt, ja. Nicht so gut für die Haut. Ja, cool. Dann, was haben wir denn noch gefunden? Oh, ich sehe schon gerade von Isana ein Bodylotion-Spray mit Bananenwasser. Tatsächlich noch nie gehört, dass es was mit Banane gibt. Body Lotion Spray, ja. Super neu und habe ich es auch noch nicht, kenne ich auch noch nicht. Spendet sofort Feuchtigkeit. Das klingt sehr gut. Ich trage das mal auf. Ja. Wenn ich wissen, wie das riecht, weil es muss ja irgendwie nach Banane riechen, ne? Oh, das sieht man hier so auf. Oh ja, ist wie so eine Creme, ne? Mhm. Aber auch irgendwie durchsichtig, ne? Aber riecht sehr gut. Das riecht sehr gut. Das riecht. Das erinnert mich an irgendwas, wie ich jünger war. Ich weiß nicht an was, aber Bananenwasser und Aloe Vera ist drin. Aloe Vera ist immer gut. Falls riecht ich ein bisschen nach diesen vom Kiosk, diese Bananen. Vielleicht so ein bisschen. Also Süßigkeiten ist sehr gut. Aber angenehm. Also nicht so. Ja. Es gibt ja auch so süße Gerüche, wo du denkst, so, das riecht sich wie so ein Candy Shop. Aber. Also finde ich auch cool vom Auftragen. Mhm. Ich bin gerade so ein Fan auch vom Sprühen oder diesen Schaum. Gibt es ja auch bei Rossmann, ne? Den finde ich auch richtig cool. Ja. Was haben wir noch Schönes? Ich greife mal hier zu. Isana Professional 2-Phasen Systempflege. 1 und 2. Step 1 Repair, Step 2 Care. Ah. Das muss auch neu sein, kenne ich nämlich auch noch nicht. Nee, das ist ja auch nicht. Haare. Also ich denke mal, also als erstes muss man das Repair Fluid oder was das ist, Creme auftragen. Hm. Ah, Wiederaufbau und Schutz während des Färbens oder Blondierens. Ah. Mhm. Brauche ich auf jeden Fall. Mir sind auch gerade ein paar Haare abgebrochen, also vielleicht nehme ich das nächste Mal besser vor die Blondierer.
Und Step 2, ja, Pflege. Färbst du deine Haare? Deine Haare sehen aus, wenn sie Natur. Ja, das ist komplett Natur. Also da bin ich sehr neidisch. Ja, ja, das werde ich auf jeden Fall testen. Du brauchst es ja nicht, ne? Nee. Aber kannst ja dann mal berichten, genau. Ja, okay. Kam hier was zu essen raus. Essen ist immer gut. Also es ist eine Quinoa-Tasse. Orientalisch. Also quasi so eine Quinoa ist ja, hat ja echt den Trend mitgemacht. Aber das ist jetzt so eine Tasse. Finde ich ganz cool eigentlich. Praktisch auch so, weil ja, für die Arbeit oder unterwegs ist. Genau. Ja. Macht man einfach mit, was machen wir? Das Wasser einfach auffüllen oder? Gucken. Genau, mit kochendem Wasser begießen und umrühren und dann halt ganz normal quellen lassen. Also das noch nicht ausprobiert. Ganz praktisch. Dieses Enna Bio, ne? Ja. Da stand ich ja neulich vorm Regal, ne? Also wer meine Story zufällig gesehen hat, hat auch gesehen, dass ich sehr viel gekauft habe und hatte dann so eine riesen Schale mit irgendwelchen Nüssen und Schoko und dies ja, und das, weil die haben einfach so coole Sachen, wo auch so gemischtes halt gesund ist, mit ein bisschen, ne, also man muss ja sagen, so Schokolade und so ist jetzt nicht unbedingt das Gesündeste, ja, wenn man das jeden Tag isst, aber ne, mit so gesunden Nüssen und so, also die haben immer eine super Auswahl und ich stehe da auch gerne so eine halbe Stunde vorm Regal. Ne? Kennst du das? Ja, das kenne ich. Also gerade so neue Produkte probiere ich immer total gerne aus, deswegen ist das ganz cool, glaube ich. So, jetzt freue ich mich ganz besonders, dass dieser Stift hier drin ist. Den habe ich nämlich zu Hause. Der ist mir jetzt persönlich, das wäre jetzt eher so dein Farb. Ja. Ich habe einen heller, ich habe so einen, das ist ja eher so ein warmer Ton, so einen braunen Ton. Und ich habe so einen Aschton. Ich bin ja aschig, aber du bist ja eher so der wärmere genau, Ton. Das wäre jetzt eigentlich was für dich. Und es ist so ein Eyebrow Pen. Und das Coole an dem ist, also ich finde persönlich habe ich Eyebrow Pens überhaupt nicht gemocht, weil ich immer finde, dass sie etwas zu dick sind. Ja. Und es schwer ist, einfach sie aufzutragen. Man muss das einfach können dann. Ich habe immer so einen Puder verwendet oder diese Gel-Konsistenz. Und der ist aber richtig cool. Super slim. Oh, wow. Wie ihr das seht. Der ist so richtig, richtig dünn und damit ist es so easy, die Lücken aufzufüllen. Also. Siehst du das? Oh ja. Also richtig mega gut, kann ich sehr empfehlen. Und hier auf der Rückseite ist nochmal so ein kleines Bürstchen, das man nochmal durchkämmen kann, damit es nicht so natürlich aussieht. Stimmt, ja. Also deine Farbe. Danke, nehme ich gleich mit. Nein. Kann ich sehr empfehlen. Ja, cool. Okay. Wow, ist sogar ein Duft drin offensichtlich. Genau. Kenne ich auch nicht, sagt mir auch nichts, aber ist Vanille, genau, aus und aus Testen, genau. Grüße schon mal perfekt ja, für perfekt. Die Handtasche. Richtig, habe ich auch gerade gedacht. Ja, willst du es mal ausprobieren? Ja. Also Düfte zu beschreiben ist ja jetzt irgendwie wieder so, das muss man einfach selber testen. Ja. Ne? So sieht die Verpackung aus, Leute, wenn ihr es testen möchtet. Es riecht. Ich finde es mega gut, weil es riecht süßlich, aber es steht auch Vanille, glaube ich, drauf. Genau, Vanille. Mini-Vanille. Aber, und das ist so eine Mischung, so etwas schwerer, aber trotzdem süß. Ne? Also so. Finde ich auch gut. Also für den Herbst und Winter, ne? Im Sommer hat man ja eher gerne so frische Düfte, die so ein bisschen leichter sind. Ja, finde ich gut. Muss ich mal ausprobieren. Riecht sehr gut. So, ich werfe das einfach hier. So, genau. Next one. Finde ich für mich, für uns, echter Familienkram. Kinder? Nein. Nein, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Die Kinder haben. Cushion Care Lip Gloss mit Jojobaöl und Shea Butter Bio. Wow. Jojobaöl ist ja jetzt auch im Trend, ne? Also ich habe mich neulich so ein bisschen erkundigt, weil ich auch so wissen wollte für die Haut, welche Öle sind gut, welche sind nicht so gut, welche sind für Mischhaut, fettige Haut, gibt es ja alles mögliche. Ja. Aber Jojobaöl ist ja echt so super pflegend, feuchtigkeitsspendend und ja, ist ja da jetzt auch mit drin, ne? Vielleicht, ich habe ja jetzt so einen dunklen Lippenstift drauf, kriegst du den einfach mal auf, weil der sieht nämlich deiner Lippenstiftfarbe etwas ähnlich. Ich glaube, dass das so ein Gloss ist, könnte das echt cool aussehen. Das ist auch eine meiner Lieblingsfarben tatsächlich. So. Pink. So Beere. Genau. hat so eine Bürste tatsächlich, hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Weißt du, wie das aussieht, wie diese Concealer-Schwämme, die man eigentlich hat, ne? Wo man so das Auge auftragen kann? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Dann okay, das erstmal oder vielleicht ein bisschen. Spiegel, den wir nicht hier haben? Soll ich ja, du kannst das gerne machen. Das
kommt noch nichts raus. Drücken. Oh ja, die Farbe ist ganz Farbe schön ist eigentlich. Mal. Die Farbe ist so. Okay. Einmal schließen. Mhm. Jemand drückt hier an, fühlt sich das. Okay, nee, du kannst jetzt nicht reden. So, mhm. Du fühlst jetzt an. Okay, geil. Das ist auch schön. Ganz gut. Auf Top. So, jetzt sag's mal. Und fühlt sich das an? Fühlt sich sehr gut an. Ich mach hier nochmal. Ja. Sehr und? Gut. Sieht's aus. Wie sieht's aus, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ja, gefällt mir gut. Interessanter Applikator auf jeden Fall. Mhm. Aber fühlt sich ja ganz gut an. Fühlt sich auf der Lippe sehr gut an, muss ich sagen. Sieht auch sehr gut aus. Danke. So, dann schnapp dir mal das. Mhm. Ja, ich bin wieder mit dem Essen dran. Ja, sehr gut. Das ist ein Wellmix Sport Proteinriegel mit 33% Protein. Also, Proteinriegel für nach dem Sport sehr gut. Ja. Ich kenne sehr viele, die das benutzen. Also, das ist jetzt die Sorte Peanut Karamell. Sehr lecker, Erdnuss. Wenn du es öffnen magst, ne? Du darfst gerne öffnen. Ja, wollen wir es mal probieren? Klar. Währenddessen du das genüsslich isst, ist hier das letzte Produkt. Leider ist es schon wieder das letzte. Es sind zwar viele immer, aber man möchte nicht aufhören. Ne? Man möchte immer weitermachen. Ja. Isana Tonerde sanfte Reinigungscreme. Ja. Jeder Hauttyp. Wie reinigst du dein Gesicht? Ich habe so Micellenwasser tatsächlich. Mhm, das ist ja auch. Das ist sehr gut für die Haut, finde ich. Das macht nur ein bisschen die Poren sauberer als sonst anderes. Und dann nehme ich noch ganz normal ein Gesichtswasser. Ah, okay. Genau. Ja, ich nehme auch immer so. Ich nehme erst so einen Waschschaum, mhm, so unter der Dusche, das Gröbste so runterzubekommen. Yeah. Und dann nehme ich auch noch mal so ein Micellenwasser, mhm, und den Rest dann. Aprikosenkernöl und Provitamin B5 ist drin. Ja, also auch noch pflegend und ja, sieht mir auch sehr aus nach, dass man das auch für empfindliche Haut nehmen kann. Und Tonerde ist ja auch bekannt eigentlich. Ne? Ja. Früher hat man das immer so, wie man jünger war, hast du es auch gemacht, so diese Tonerde-Maske ja gemischt. Ja, ne? Also hat man selber zu Hause so angemischt und dann auch das Gesicht geschmiert. Ja, sehr cool. Ja. Das war doch wieder eine schöne Box. Vor allen Dingen ja wieder passend so ein bisschen herbstlich, ne? Find ja, das ich stimmt. So. Das Parfüm und der Selbstbräuner. Doch, gefällt mir gut. Hast du ein Lieblingsprodukt? Spontan würde ich sagen, tatsächlich die Mundspülung. Hätte man jetzt nicht gedacht. Nee, aber ich finde das immer ganz cool, so für den Tag, auch gerade nach dem Zähneputz und dann so zwischendurch mal. Das mag ich sehr gerne, ja. Ja, ich finde das Parfüm echt gut, mhm, obwohl ich ja meinen Lieblingsduft habe, wo man ja meistens ja bei bleibt. Aber den kann man ja auch nicht immer in der Handtasche mit rumschleppen. Deswegen finde ich den echt cool. Und dein Lipgloss hat mir, um ehrlich zu sein, auch sehr gut gefallen. Ja, ja, ach so, bevor ich es vergesse wieder. Das ist auch noch mit drin in der Box. Und da habt ihr nochmal so alle Infos zu den Produkten, was ist das genau. Und wenn ihr jetzt sagt, guck mal hier, das Parfüm ist auch dabei. Ah, sehr gut. So, ich habe jetzt zum Beispiel die Box gewonnen und du bist meine beste Freundin und sagst, boah, das Parfüm riecht so gut, ich ja möchte das auch haben. Dann gibt es hier nochmal einen Rabatt. Oder hier Prozetti, deine Mundspülung kannst du auch nochmal nachkaufen für 1 € günstiger. Hier bellt ein Hund, nicht wundern, was hier im Hintergrund so los ist wieder. Aber wir sind halt draußen. Und ja. Ja. Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Sehr cool, dass du Produkte da warst. Danke für die Einladung. Und denk dran, das nächste Gewinnspiel ist vom 9. bis 11. Oktober. Ja. Macht mit und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei unserem Unboxing mit dabei seid und mit uns unboxt. Ja. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.